So, ja, liebe Musikfreunde, liebe Musikfreunde, ja, man merkt Tag 4 vom Gurtenfestival 2017. Ganz herzlich willkommen zu unserer letzten Expertenrunde, Festival Talk beim Special von Media Pool. Wieder in der Runde, der Freddy Hallauer. Hallo zusammen. Und der Domenico Lovarato. Ciao zusammen. So, das Mikrofon war jetzt zwar noch bei mir gewesen, aber das sind eben so die kleinen Sachen. Ja, ich habe gerade vorhin einen Bericht gelesen, wo es geheissen hat, ich könnte weinen ab dem Zürich West Konzert, hat der Journalist geschrieben. Jetzt wollen wir schauen, ob ihr auch rennen müsst. Freddy? Also zum Bericht hat es noch weiter unten offenbar geheissen, wie so etwas Schreckliches passiert ist. Und dann hat man schon gemeint, also offenbar das Radio hat das auch so gesagt, ja, ist doch der Strom ausgefallen oder einer ab der Bühne geht. Aber nein, es ist eben so schrecklich passiert, wie es so schrecklich langweilig war. Okay, und wir reden jetzt von Zürich West, oder? Von Zürich West, ja. Leider. Ja, es ist halt leider eben so rausgekommen, wie man vielleicht befürchtet hat in diesem Fall. Oder? Was hat denn aus deiner Sicht nicht funktioniert, Domenico? Ich weiss, also es ist, ja, es hat schon x-mal gesehen hier oben und irgendwie der Pfupf ist das, habe ich irgendwie so das Gefühl. Der Funke hat nicht können springen. Funke ist für die Leute, die Masse, die da war, ist der Funke in den vordersten Rängen vielleicht ein bisschen gesprungen, aber hinten nicht. Es war ein solider Auftritt gewesen. Sie haben sich wirklich bemüht, eben, wie es so unfair heisst, sie haben sich bemüht, oder? Funke ist nicht gesprungen. Mögliche Erklärungsversuche? Ja, also ich muss so sagen, musikalisch war es tiptop. Also das da gibt es nichts zu diskutieren, das ist ja so. Was nachher ist, Erklärungsversuch, Set hat nicht gestimmt. Also sie haben die falschen Stücke in einer falschen Reihenfolge gespielt. Das ist, sie haben relativ viel Neues natürlich, was die Leute noch nicht kennen. Ja. Und die gerade am Stück, aber dazwischen auch alles, was die Leute auch nicht kennen. Also weil sie so ein riesiges Repertoire haben und alte, eher nicht so geeignete Stücke gespielt. Und erst irgendwie nach einer Stunde haben sie dann schon gesagt, sie das letzte Stück. Und haben dann nachher bei den Zugaben, haben sie angefangen, manchmal finden sie Glück geheim. Und erst ganz, ganz am Schluss ist dann nachher, ist eigentlich dir mein Herz gekommen. Dann konnten die Leute wieder können singen und dann ist die Stimmung aufgekommen. Vorher haben die Leute geklatscht, wie irgendwie am VIP-Apero. Irgendwie so ganz fein, zärtlich in die Hände, ein bisschen klatschelt. Sie sind nett gewesen, die Leute. Oh je, oh je, oh je. Zürich West, das schade. Weißt, es ist natürlich so, oder? Schon schwierig. In all diesen Jahren, oder? Das Publikum ändert sich auch. Oder? Die Eltern, die vielleicht die alten Songs kennt haben, kommen vielleicht nicht mehr rauf. Oder es ist nicht zu viel. Die Jüngeren kennen auch vielleicht nur das junge, das neue Zeug, oder? Und es ist halt auch schwierig, oder? Wir können jetzt da natürlich schon sagen, ja, es ist halt schwierig, einfach da die gute Mischung zu finden, oder? Als Band, oder? Wenn man nicht selber spielt, sollte man sowieso nichts sagen, oder? Also der Kuno hat heute noch im Radio eine Stellung bezogen. Okay, also offenbar ist so bis zu innen durchgedrungen. Ja, also das SRF hat ihn offenbar damit konfrontiert. Und der hat einfach gesagt, ja, sie sind halt nicht die können Spiele machen mit dem Publikum. Und so, sie sind halt ein bisschen, nicht gesagt Knörz, aber einfach so ein bisschen mögeln oder so ein bisschen auf der Bühne. Und ja, sie müssen vielleicht halt auch noch ein bisschen etwas lernen. Ja, also ich bin gestern heimgefahren und ich habe das Konzert am Radio gehört. Und da habe ich den Kuno ganz laut und deutlich vernommen, wie er gesagt hat, so, kommt jetzt gut, dann kommt jetzt. Ja, also das ist schon da, das Mitmachding. So stimmt das vermutlicherweise auch nicht ganz, aber ja, man kann immer etwas dazu lernen. Du, es gibt Rampensäue natürlich, die das einfach intus haben und ich verlange das auch nicht von jedem, oder, dass er da, also ich sage mir aber lieber, du, ein bisschen weniger schnurren, dafür spiel, oder? Darum auch nicht gerne, weißt, Konzert, wenn der da der eine die Hälfte des Konzerts nur am Schnurren ist, oder? Heute Abend spielt jemand im Stade Suisse, der das gerne macht, stundenlang Schnurren, Céline Dion. Muss ich den auch nicht haben, für das zahle ich auch nicht Eintritt, oder dass ich dann nur das Geschnurr höre. Und ich mache auch nicht nur, ich habe nicht gerne ewig die Mitmachspiele und nur da in Knäu und aufgumpen, winken und. Du bist ja schliesslich an einem Konzert, also, liebe Festival. Ich muss sagen, musikalisch war es gut gewesen. Und
Es ist auch Zürich West. Zürich West war noch nie die Band mit einer riesen Animation und wo die Leute wahnsinnig abgegangen sind. Ich glaube, es hat auch andere Werte, Zürich West Konzert. Also alles halb so wild, einfach ein bisschen über die Bücher gehen, wird die Band vermutlich von sich selber aus machen. Dann kommen wir doch zu etwas, was ihr könnt sagen, gestern Abend Granate gewesen. Also mal ein Ding, Lucky Chops, oder? Da die Bläser da von New York aus der U-Bahn. Also ja, das ist eben Party abgegangen, oder? Die haben eigentlich alle Songs gecovert, oder? Ja. Weißt du, Songs, wo du vielleicht würdest sagen, oh nein, nicht schon wieder der im Radio, aber die bringen das auf die Art, und eben mit den Bläsern und alles, das ist einfach Witz dahinter und Power und das macht eben Stimmung, oder? Und das machst du automatisch mit, oder? Das reisst dich automatisch mit. Das hat mir also wirklich sehr gefallen, es ist wirklich Witz schon noch dahinter. Freddy? Mir auch. Und sie haben eben nicht Mitmachspiele gemacht, sondern wie der Domenico gesagt hat, die Leute machen einfach mit. Also dann haben sie mal ein bisschen die Hänge klatschen oder irgendwann die Leute klatschen oder irgendwie so. Aber nicht riesen Animation und riesen Geschnur. Sie haben eigentlich ganz, ganz wenig gesagt. Ja. Weißt, was sie nicht haben können, ist singen, aber sie sind ja auch Bläser. Aber zwischendurch haben sie es auch noch probiert mit singen. Und das ist nicht so wahnsinnig toll angekommen. Sie haben ja relativ schnell aufgegeben. Aber du würdest beide sagen, doch eine von diesen Entdeckungen jetzt hier im Gurten, nachdem sie ja entdeckt worden sind in diesem YouTube-Video, ja, in dieser U-Bahn. Also so sind sie bekannt worden, einmal mal zu Amerika. Schon eine Entdeckung für den Gurten, oder? Ja, also einfach als lustige und eine andere Band. Also es passt nicht ins Schema und von dem her ist es sehr erfrischend. Was gibt es weiter noch? Was haben wir noch auf Lager? Kasper natürlich. Kasper oder wie man das sagt. Kasper, ja, der deutsche Rap. Deutscher Hip-Hop, oder? Aber wirklich, eben, das ist jetzt ein Profi von vorne bis hinten, oder? Einfach eine perfekte Bühnenshow, eine super Band und er ein absoluter genialer Entertainer, oder? Und auch von den Texten her, weißt du, es ist wirklich noch Hip-Hop, wo ich muss sagen, wo ich noch gerne habe, weißt du? Steckt noch etwas dahinter? Ja, steckt etwas dahinter und da, eben, da ist. Der Berg hat gepeppt, oder, bei dem, das muss man sagen. Und das wird super gebracht. Also. Für mich auch die grosse Überraschung, weil ich stand eigentlich nicht so ganz auf den deutschen Hip-Hop. Ich auch nicht. Und, aber er hat mich reingenommen. Es war rockiger Hip-Hop. Er hat auch nicht mit den DJs geschafft, sondern wirklich mit einer Rockband, die eigentlich da gestanden ist. Oh, eher rausgekommen. Oh, ja, und, aber auch melodiöser Hip-Hop, geht in die Art Nemo rein. Einfach ein paar Stufen weiter und professionell. Und nachher auch auffallend, hat eine schräge Bühne gehabt. Also, sie ist wahrscheinlich wahnsinnig in die Waden rein, also in die Schienbeine reingegangen. Hat man Beinmuskeln gesehen? Nein, also, ich bin nicht so weit vorne gewesen. Aber es ist sicher noch happig, so eine Show. Und noch ein bisschen Pyro und eben gute Show. Also, aber auch mitgenommen und eben die Texte sind wirklich ist gut. Also einer der internationalen Acts, der eingeschlagen hat gestern. Ja, das kann man sagen. Ja. Gut programmiert gewesen, bravo, guter Festival. Ja, doch, darf man an dieser Stelle auch mal sagen, das Line-Up war wirklich nicht schlecht gewesen. Wirklich, also. Nein, ist wirklich gut. Also. Nein, gestern natürlich der Mario Bakovic, wo man ja sehr gespannt hat dürfen sein. Wie ist das gewesen? Er hat viele Leute gehabt. Ja. Also das ist... Wir haben gestern noch gesagt, nicht für die grosse Masse, aber die ist doch dort gewesen. Ja. Er hat anfangs einfach hinten auf der Bühne gesessen und hat aus seinem Akkordeon, sie haben es angekündigt, es ist das leislichste und auch das lauteste Konzert. Und er hat wirklich ganz feine Zeug so angespielt. 20 Minuten länger hat er wirklich so. Und er hat gesagt, es ist schön, sind ich auch Handhörgeli hören. Und hat da wirklich seine Musik, wie sie auf der CD ist, gemacht. Und dann sind zwei Schlagzeuger und ein Keyboarder gekommen. Zwei Schlagzeuger. Und das sind nicht Gäste, sondern das ist die neue Band. Okay. Und hat er dann auch noch erklärt. Und dann haben sie wirklich losgelegt. Er hat dann auch noch mit einem anderen, mit zwei verschiedenen elektronischen Instrumenten zwischen auch noch drauf rumgekämmert und gehebelt und da gemacht. Oder dann auch wieder mit dem Akkordeon. Und das ist phänomenal. Es ist einfach andere Musik. Absolut, ich finde es auch sehr mutig von ihm und vom Gurtenfestival, dass er da so einen Auftritt hat. Aber das haut und die Leute haben mitgemacht. Sie waren am Anfang leislich, sogar jemand hat geschnurrt hinten dran. Andere haben gesagt, psst, psst, dann haben sie gesagt, oh sorry. Und dann war wirklich Ruhe. Also, es war super.
Also wiederum, schon recht viele Highlights oder viele gute Gigs gehabt. Ja. Eben jetzt auch bei dem Mario, muss ich auch sagen, also ich habe den zu wenig gekannt und ich bin auch überrascht gewesen, weißt, was der aus dem Akkordeon rausholt. Das ist einfach schon Wahnsinn. Also ein Meister seines Faches, oder? Ein Virtuos, wie sie ihn angesagt haben, ist es also wirklich, das muss man sagen. Also, eines der Highlights gestern am Gurtenfest. Ja, wirklich, das ist schon so. Ja. Was? Albright und Pandalux haben wir noch auf der Waldbühne. Das waren beide zusammen solide Konzerte. Und so. Albright ist schon ein bisschen länger bekannt. Ja. Pandalux auch. Die sind ein bisschen ruhige Sphäre fahren die Albright und Pandalux. Ja, stimmt. Ja. Mit Heron Bläser und so, da geht das Zeug dort ein bisschen ab. Oder? Wie war es publikumsmässig? War es gut besetzt? Gut besucht? Eigentlich kann man sagen, es war eigentlich gut besetzt. Es waren gute Konzerte und ich muss auch sagen, eben Pandalux sind ja mit ihren hochdeutschen Texten. Und das ist ja so, wie die Eltern vom Sänger sind Deutsche. Er ist zwar in der Schweiz aufgewachsen und er redet eigentlich daheim Hochdeutsch. Und von dort her sind das die hochdeutschen Texte. Und die haben aber noch recht musikalisch mit den Instrumenten recht wilde Zeug gemacht. So dazwischen. Also, ja, es hat mir noch gefallen. Es ist wirklich eigen, aber es hat mir gefallen. Also wieder zwei Schweizer Nachwuchs-Acts, die nachgekommen sind, wo man in Zukunft noch mehr darf erwarten auf dem Guschen, vielleicht auch mal auf einer anderen Bühne. Ja, das glaube ich schon. Oder? Also eins muss man sagen, dass in den letzten Jahren, also x Jahre, also die Schweizer Musikszene hat also recht einen Kump. Gegenführen gemacht. Also es gibt tonnenweise super gute Bands oder, in der Schweiz. Das. Da wird man immer wieder Perlen entdecken. Zu den Perlen, es hat nämlich noch ein paar, die heute noch spielen. Ja, ja, jetzt haben wir eben den Sprecher schon, weil das nächste Konzert schon anfängt. Wir geben. Freddy sagt gerade, das Konzert sei verschoben. Welches Konzert ist das? Das auf der grossen Bühne. Von der Saint Motel. Also, alle Fans, die jetzt vielleicht zuschauen von der Saint Motel, die spielen erst am 4. Und weiter Kate Tempest im Zelt spielt dann erst am 6. Also, ihr habt es gehört, die zwei Verschiebungen hat es gegeben. Die jetzt live hineinschauen, könnt ihr vielleicht noch ein Bierchen trinken oder sonst irgendetwas machen. Oder vielleicht auch mal auf Mediapool vorbeischauen oder in einem unserer Livestreams rumschnuppern. Das waren alle gewesen, von gestern, wo wir gesagt haben, wie sie es so gebracht. Was ich noch erwähnen ist LP. Die möchte ich auch noch erwähnen, im Zelt gestern. Das ist auch Singer-Songwriterin und die hat wirklich dort auch ein sehr solides Konzert abgegeben, wirklich viel Dampf rausgelassen. Und sie ist auch, das weiss man vielleicht auch gar nicht, sie schreibt auch sehr viele Songs von anderen, für andere Leute, oder? Grosse Leute. Grosse Leute. Namen? Ich hab vergessen. Ja, kommt mir jetzt auch kennen, ich habe es einfach so mal mitbekommen, oder? Dass sie eben ist also wirklich auch noch für andere Leute Songs schreibt. Also das ist auch wirklich ein guter Auftritt gewesen, der hat mir sehr gefallen. Also LP in dem Fall, eben so wie ein LP, ja. Vielleicht mal nachschauen, nachhören, wie das so aussieht mit dem Act. Scheinbar eben auch etwas. Christina Aguilera schreiben sie unter anderem, Rihanna. Die Sachen geschrieben hat. Ja. Und sie heisst LP, ist einfach die Abkürzung von ihrem Namen. Das ist Laura Pergolizzi. Ja. Ist aber New Yorker und nicht Italienerin. Ja. Alles klar. Amerikanerin, nicht Amerikanerin. Ja. Ein Mafioso braut in Amerika, der gute Songs, gute Songs schreibt und so. Also unbedingt mal reinhören. Eine Frau, die nicht so bekannt ist. Ja, jetzt haben wir in unseren Gefilden hier. Also noch nicht wahnsinnig viel gehört, aber eben schon für namhafte Leute geschrieben hat. Kommen wir zum letzten Ausblick, und zwar auf den von heute Nachmittag, also frühen Abend, und natürlich die Acts, die noch am Abend spielen. Was gibt es noch als letzte Empfehlung von euch beiden für euch? Also gespielt hat heute natürlich schon Jessica. Die bist du schon gelesen, gell? Die bin ich schon gelesen und die ist phänomenal. Also One-Woman-Show. Wirklich Elektro, wo auch nicht so meine Musik ist,
Aber sie hat irgendeine spezielle Art von diesem Elektro und begeistert und tanzt auf dieser Bühne rum und singt und ist wieder hinter ihren Geräten, spielt noch eine chinesische Harfe, die sie verzehrt. Okay. Und irgendeine Flöte hat sie auch noch gehabt dazwischen. Und einfach, ja, schräg, schrill, aber toll. Okay, das ist jetzt übrigens schon der zweite Act, den du sagst, ist nicht meine Musik, aber hat mich reingenommen. Ja, ja. Sehr schön. Das meinen wir übrigens eben, neue Sachen entdecken und vielleicht mal sagen, ich bin zwar ein Rock'n'Roller, aber ich höre mir mal ein Elektro-Set an. Wer weiß, vielleicht wären wir dann noch überrascht. Domenico? Ja, Jessica habe ich schon im Bierhübeli gesehen, bei der Vorausscheidung. Und da muss ich einfach Freddy recht geben, es ist wirklich sehr... Dort im Bierhübeli hat man jetzt noch den Vorteil gehabt, Lichtshow, oder? Die hat das Visuelle, das noch ein bisschen fehlt. Die hat hier gefällt. Die hat natürlich aus. Ist klar. Das ist hell und sie tut ist. Mit Neo. Neon. Viel mit Neon arbeiten, oder? Da kommt dann noch das Visuelle noch dazu, ja. Neben der Musik und so. Aber was sicher heute noch ein Highlight wird sein, ist Seven. Seven, grosse. Auf der Hauptbühne. Da muss man, glaube ich, nicht gross gehen. Er tut seine CD taufen. Genau, ist auch noch eine CD-Taufe. Also ja, richtig, CD-Taufe. Ja. Hat aber keine Gäste, wie sagt, die Band ist wirklich super und sie wollen wirklich ganz das und das Material ist neu und sie brauchen, von dem her müssen sie nicht irgendwo mit Gästen so daherkommen. Also ich lasse mich jetzt mal auf den Test raus, ohne dass wir das natürlich jetzt noch nachbesprechen können, weil es dann kein Festival-Talk mehr gibt. Nachher. Das wird ein Riesenkonzert geben vom Seven. Sage ich jetzt einfach mal so. Glaube ich auch, ja. Ja. Perfekt. Und wir haben dann noch einen und da komme ich jetzt ganz speziell damit hinterführen, Death by Chocolate. Liebe Musikfreunde, Death by Chocolate, 4:15 auf der Waldbühne, ja, ich habe nachgeschaut. Unbedingt schauen, es ist wirklich eine absolut geile Rock'n'Roll-Band. Ich glaube, die pflichtet man dabei, oder? Ja, klar, ja. Das ist gut und das lohnt sich wirklich gut zu hören. Was auch noch ein Geheimtipp ist, hoffe ich, dass es ein guter Geheimtipp ist. Ich habe einfach die CD gehört davon. Das ist der Aasgeier oder Aasgeier oder wie man das auch immer ausspricht. Man kann es ganz verschieden sagen, habe ich mir gesagt. Aus Island, der auch Elektro macht, aber so Elektro-Pop irgendwie. Also mir hat der akustisch einfach von der CD sehr fasziniert. Okay. Ja, und bin auch gespannt auf Veronica Fusaro, Singer-Songwriter, Thunerin, glaube ich. Ja, auf der Waldbühne. Und ja, und eben, Death by Chocolate. Death by Chocolate, eben, wie gesagt, die Empfehlung bleibt die gleiche, auch für den letzten Festivaltag. Geht raus, hört euch die Bands an, auch wenn ihr vielleicht diese oder jene noch nie gesehen oder gehört habt. Es lohnt sich unbedingt. Horizonterweiterung und tolle neue Musik entdecken. Ja, das soll es gewesen sein von uns aus, von uns drinnen aus hier für das 2017. Der letzte Festivaltag war das. Wir hoffen, dass es euch etwas unterhalten hat, dass ihr ein bisschen über die Musik fachsimpeln könnt, vielleicht auch daheim, auch wenn ihr nicht unserer Meinung war. Spielt gar keine Rolle, Hauptsache wir reden darüber. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Zuschauen während diesen 4 Tagen unserer Livestreams. Und ich würde sagen, wir sagen Ciao. Ja, klar. Oder? Ciao zusammen. Ja, zusammen.